Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Und zwar, also muss die Hülle mal abmachen, hat mir Okay eine Nachricht geschrieben, ob ich die Maus testen wollen würde. Und ich habe gesagt, na klar. Da werden wir jetzt hier erstmal ein Unboxing machen und uns die so ein bisschen angucken und dann werde ich sie nachher am PC anschließen und eine Weile mal benutzen und euch da auf dem Laufenden halten. Dann machen wir ein kurzes Unboxing mit Hardware zusammen, weil es wird ja nicht viel drin sein. Ah, hier wieder so eine Karte. Das ist aus der neuen Gaming-Reihe oder so, haben sie mir erklärt. Da sollen auch noch Tastaturen zukommen, auch beleuchtet und so. Okay. Auch wieder alles in Englisch. Hier haben wir ein Kabel. Der ist gesleeved. Seht ihr das? Ein gesleeveder Mauskabel. Und hier ist die Maus. Hier haben wir dann so ein A mit einem Strich nach oben, mit so einem Haken dran. Ich weiß nicht, ob das Okay repräsentieren soll oder die Gaming-Reihe. Ich weiß es nicht. Also so rein optisch hier haben wir auch noch Tasten. Also wir haben praktisch normale Maustasten, das Mausrad, dann hier zwei Knöpfe, einen großen Gummi unten zum Gleiten, zwei oben. Hier ist der Laser. Hier haben wir auch so ein bisschen geriffelt. Und hier auch. Ich finde das ja mit dem Bauch, finde ich ja immer so schön. Also die falten sich immer so schön in der Hand. Ja? Also so. Die finde ich, also so eine Mäuse, wo der Bauch hier richtig schön ausgerundet, also wenn sie so einen richtig schönen Bauch hat, finde ich persönlich sehr angenehm. Weil da bist du dann so drauf und passt dann richtig schön in die Handfläche rein. Und du kannst dann halt kannst dann machen und so und nicht bei diesem flachen, wo denn so flach ist, oder bei diesem kleinen, wo der dann halt die Finger so verkrümmen muss, die hast du schön, kannst du schön entspannen. Aber rein optisch erinnert mich die sehr, sehr stark an die, ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt, glaube Hermes oder Zeus, von was ich euch mal vorgespielt hatte, von Game noch irgendwas wartet. Die sah so in etwa aus. So. Ist hier noch eine Folie auf dem Gummi drauf? Ah, hier ist noch eine Folie auf dem Gummi drauf. Hier auf dem Gummi ist noch eine Folie drauf. Seht ihr das? Aber so sieht sie sehr wertig aus. Hier ist auch der USB. Ist auch geschirmt, also ist so ein Plastikkäppchen drauf, damit da kein Dreck reinkommt. Ein USB-Zeichen haben wir dran. Ja. Die soll, steht da irgendwas von DPI-Werten, RGB Gaming Maus. 16,8 Millionen Color RGB Light. 20 Millionen Klick. Lifespawn, eine Millisekunde, Power on GIM, Control Gaming, na, keine Ahnung. Also, mal gucken, ob wir da auch eine Software für brauchen, aber ich denke mal nicht. Na doch, da wird eine Software mit bei sein, die wir dann uns irgendwo runterladen müssen, so weit bei der Hermes auch, weil Control RGB, wir müssen das RGB ja irgendwo einstellen können. Ah, hier, nee, Support Amazon EU Order support.eu/okay.com. Aber hier steht nichts von Software. Thank you for Okay GM-F1 RGB Gaming Mouse. Press. Blablabla. Aber hier steht nichts von einem Download-Link, dass man sich der DPI-Level, blablabla, Logo und Scroll, irgendwas ist mit dem Logo und dem DPI-Level.
Aber DPI. Aber hier steht nichts von Software-Download. Hier auch nicht. Also da bin ich mal gespannt. Also entweder leuchtet das dann halt, so wie ich den PC einstelle, dass die da irgendwie drauf zugreift, die Maus, oder dass die einfach bunt leuchtet. Weil hier ist sie ja auch gelb. Und die Maus leuchtet gelb. Seht ihr das? Und hier hinten ist das Logo gelb, die Maus ist bunt. Ja, das werden wir auf jeden Fall noch testen. Da bin ich mal gespannt. Die werde ich mir jetzt gleich an PC packen. Und dann werde ich sie die Tage mal anschließen und benutzen, dass ich da ein bisschen mehr zu sagen kann. So. Den Link dazu packe ich euch natürlich in die Videobeschreibung. Wie gesagt, hier ist irgendwo Werbung drin. Ich habe es gratis zur Verfügung gestellt bekommen von Aukey direkt. Ich habe dafür kein Geld bezahlt. Ich kriege auch kein Geld dafür, dass ich dieses Video mache. Ich habe nur das Produkt bekommen. Ich kriege auch kein Geld dafür, dass ich sage, ey, das ist ein tolles Produkt oder was weiß ich. Nein, gar nicht. Die haben nur das Produkt geschickt, beziehungsweise erstmal angefragt, ob sie mir was schicken dürfen und ob ich es mir vielleicht mal angucken wollen würde. Und dann habe ich gesagt, na komm, schick mal zu. So, aber nichtsdestotrotz bin ich denn jetzt auch mal wieder weg. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut da rein, ahoi, sagt euer Odin.